Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloodborne. Wir befinden uns immer noch in Aldianem und ja, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen durch. Oh, sehr gut. Das ist nicht gerade die Idee. So, wir kennen ja die ein paar Abkürzungen. Uch, da ist ja wieder der Typ. So, diesmal haben wir es erwischt, das Viech. Eine Blutsteinscherbe, 3 Stücke. Okay, das ist nicht schlecht. So, ja, wir haben eine Abkürzung gefunden. Die müssen wir jetzt auch mal gleich mal nochmal durchschauen. Denn die Abkürzung ist natürlich hier unten. Da gehen wir jetzt mal hin. Hier geht's runter. Zack. Und dann hier runter. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Ich möchte nicht direkt runterfallen, mir wehtun. Noch dran denken, dass überall auch Gegner sind. Ja. Oh. Oh, schnell weg hier. Wow, wow, wow. Das habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Hat mich auch schön vergiftet, der Arsch. Komm her, du Spacken. Oh, hab ich ihn erwischt? Das gibt's doch gar nicht. So. War auch so gar nicht gedacht. Naja, was soll's. So, durchsuchen wir gleich mal kurz. Blutfiole. Können wir ja immer gut gebrauchen. So, mal kurz gucken. Mal kurz aufladen. So. Na, es gibt hier eine Abkürzung. Da müssen wir mal kurz, glaube ich, hierfür runter. Ne? Denn. Was hier runter? Ich glaube schon. Weh. Aber wir haben diese Tür aufgeschlossen und können direkt ins Aldianem runterreisen. Ich weiß nicht, ging es hier oben nicht auch weiter? Ich habe gar nicht geguckt. Fällt mir gerade ein. Na, guck mal, hier liegt auch noch eine Leiche. Feuerpapier. Gut, haben wir mitgenommen. Gehen wir unten nochmal schauen. Wir müssen nicht aufpassen, hier sind sau viele Werwölfe. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Gut. Und gerade hier draußen im Dorf sind natürlich sehr viele, oder diesen kleinen Dörfchen da, natürlich sehr viele von den Bestien. Eigentlich werden wir sie natürlich gut erwischen, dann geht's. Aber es klappt ja auch nicht immer, ne? Hier hat uns hier zum Beispiel ein Werwolf überrascht, der hier aus der Tür rausgesprungen kam. So wie der hier zum Beispiel. Oh! Heieieiei. Hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass der mich einfach mal so angreift. Na gut. Anschleichen kann man sich bei Bestien irgendwie nicht. Die irgendwie sind die schlauer als alle anderen. Die hören mich immer gleich sofort oder riechen mich oder wittern mich, ich weiß es nicht. So. Hier steht auch einer versteckt. Da läuft noch so ein Werwolf rum. Oh. Nein! Oh! Schnell weg! Oh, weg hier. Heieieiei. Sind uns alle nicht freundlich gesinnt hier? Keiner von denen. Also wir kriegen eine Blutsteinscherbe nach der nächsten. Ich weiß gar nicht, was wir alles machen sollen. Aber kann man nicht rein? Kann man hier rein, in diese Kirche? Nee. Vorsichtig sein hier, ne?
Guck mal, liegt noch eine Leiche. Quecksilberkugeln, perfekt. Ruhiger sein, dass wir hier nicht überrascht werden. Zeichen des starken Jägers. Das ist ein bisschen verwirrend auch hier, aber es ist auf jeden Fall nichts, was da irgendwie gefährlich werden kann gerade. Geht's hier runter? So, warte mal. Können wir hier oben noch irgendwas machen? Da geht's auch noch irgendwo hin. Na gut, gehen wir erstmal hier runter. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht von Gegnern überrascht werden. Hier sind so viele Quallensachen. Was ist da unten denn? Das Rote da. Beschwöre Alfred. Beschwören wir mal Alfred. Gucken, was das ist. Alte Jägerglocke läuten. Oh. Ach so. Ah, gut. Das ist wahrscheinlich wieder jemanden zu holen, der einem hilft. War jetzt gar nicht meine Idee. Meine Intention war das auch nicht. Also. Alfred ist durch die Resonanzglocke gekommen. Ekeljäger. Alter Jäger, Ekeljäger Alfred. Na gut. Na gut, dann kommen wir mit Alfred. Ob es hier noch ein paar Gegner gibt. Immer Angst, dass hier irgendwelche Viecher auftauchen gleich. Aber anscheinend nicht. Doch. Gut, Alfred. Hast du ja richtig. Hast du gut erledigt, das Viech. Hast du richtig gut gemacht. Der ist tot, ne? Mit deinem, hat aber auch einen fetten Hammer da, oder? Guck es mal an. Heieiei. Da wächst auch kein Gras mehr, wo der hinhaut. Irgendwie hoch. Da ist schon irgend so ein Typ da hinten. Gucken wir uns den mal an von nahen. Haben wir ein Fernglas. Naja. Lass mal auf. Huch. Nein, lass mal lieber auf Gift. So. Eikel Alfred, kommst du mit rein? Weiß nicht, was der Typ, ob das ein Gegner ist oder ob das einfach nur jemand ist, auf den wir so reingehen können. Aber Egel Alfred ist dabei, oder? Nee. Kommst du mit, Egel Alfred? Oder bleibst du da stehen? Okay, bleibt anscheinend da stehen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Sieht ja alles ein bisschen nicht so rosig aus hier. Was ist denn das da vorne? Okay, bluthungrige Bestie. Ah, Egel Alfred kommt auch. Okay, guck mal, was die können. Die, das Viech da hinten kann. Okay. Oh, ein bisschen weggehen. Oh, 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 weg hier, weg hier, weg hier. Mist, ich dachte, ich könnte mal ein bisschen erwischen. Vergiftet ist nicht gut.
Hab ich schon wieder vergiftet. Oh Mann. Eieieiei. Oh. Nein, nein, nein. Scheiße. Scheiße. Oh, das war ja ärgerlich, oder? Heieiei, war das ärgerlich. Naja. Dumm. War es nicht nur ärgerlich, es war auch dumm. Puh, da bin ich ja ein bisschen hops genommen worden. Na gut. Muss man durch, ne? Gucken wir mal. Leider haben wir kaum noch Gegengifte, was natürlich echt ätzend ist. Aber, naja. Können wir schon irgendwie hin. Wir nehmen gleich mal unser Brandzeug da. Denn das Brandzeug, das ist ja vielleicht ist ja dieses Feuerpapier. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Da kann man dann auf jeden Fall ein bisschen, wie soll man sagen, bisschen mehr Schaden machen vielleicht. Das machen wir gleich mal. Ja, ich kill hier einfach mal sicherheitshalber, wenn nicht, dass er mir hergelaufen kommt. Natürlich auch blöde. So. Da ist noch der andere Werwolf. Oh. Da warte ich mal lieber. Blöde Bestie. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Schnell wie hoch. Das war blöde. Blödes Viech, ey. Scheiße. Dass man zu sorglos durch die Gegend läuft. So ein bisschen Hans-Kuck-in-die-Luft-Mentalität. Müsste man ein bisschen aufpassen, ne? Also da steht da immer einer dahinter. Den können wir ja vielleicht... Da.
Können wir an diesem Werwolf vorbeilaufen? Noch so ein Viech gewesen. Wie cool ist das denn? So, ich rufe diesen Heiner nochmal da, weil das war ja wirklich... Der hat uns ja schon so ein bisschen geholfen. Wenn wir schon eine Glocke haben, nehmen wir den mit. Weil ich habe auch kaum noch Gegengifte. Und das Ding vergiftet uns ein paar Mal da drin. Wir brauchen viel Leben. Schauen wir mal. So, und wenn wir das machen, können wir doch auch mal das Feuerpapier benutzen. So, und los geht's. Komm, Eifelt. So, jetzt müssen wir unser Zeug wiederholen. Ein paar Seelen waren es ja schon. So, da ist das Viech. Feuer mag es auf jeden Fall nicht. Das können wir schon mal sehen. Wenn ich zu gierig werde, nehmen wir noch ein paar Schläge und dann hauen wir wieder ab. Feuer mal wieder nochmal. Oh. Oh. Oh nein. Da haben wir ihn erwischt, aber leider nicht so richtig, wie wir wollten. Ah. Okay. Ah, so. This was. Ein Kelch haben wir bekommen. Puh. Hätte man bestimmt auch alleine erlegen können. Aber warum? Wenn man doch seine Hilfe bekommen kann. Ja. Ein Kelch haben wir auf jeden Fall auch woanders noch. Müssen wir mal gucken. So, können wir hier erstmal durchsuchen, nicht, dass es hier noch irgendwas gibt. Vielleicht liegt hier noch irgendwo eine Leiche rum. Hier hinter vielleicht. Da, siehst du? Da liegt doch immer irgendwas. Oh, nochmal dreimal Gegengift, hätte ich vorhin gebrauchen können. Naja.
So, wir reisen mal zurück in den Traum des Jägers, denn dort war da etwas, was man mit einem Kelch machen konnte. Und das werden wir uns mal angucken. Ich weiß gar nicht, was genau man da machen konnte, aber irgendwas konnte man mit einem Kelch machen. Das schauen wir uns noch mal kurz an. Finde ich. Macht Sinn. Hm. Überlegt, was er die ganze Zeit rumkaut. Ich kau auf Weingummi rum. So. Das ist der alte Sack. Aber hier konnte man was mit dem Kelch machen. Oh, doch nicht. Hä? Nein, was machst du denn da? Was kommt man mit dem Kelch da machen? Da war doch die Kelche waren hier hinten, ne? Da. Anzeigen. Ritualkelch aus der Kirche des guten Kelchs. Verwende ihn in einem Ritual am Gruftaltar im Traum des Jägers und bricht des Siegers uralten Untergrundlabyrinth. Auf das der Kelch das Grab der Götter freilegt, auf das... Aha. Kann ich mir auch was dazu sagen? Die meisten der heiligen Kelche liegen tief unten im Grab der Götter. Und die wenigen, die an die Oberfläche gefunden haben, gingen in den Händen der Menschen verloren. Doch wenn die alten Jäger sagen, wahr sind, wird einer der heiligen Kelche im Weiler im Tal angebetet. Doch dort herrscht Chaos. Er wurde niedergebrannt und verlassen aus Furcht vor der Plage und beherbergt nur noch Bestien. Der perfekte Ort für Jäger findet ihr nicht. Okay. Einer der heiligen Kelche wird dem Weiler im Tal angebetet. Ein Ort der Bestien. Okay. Gut. Also. Kommt mal das. Hier war. Ne, warte mal. Hier bei den Gräbern, meinten die Gräber? Kein Ort zum Aufwachen. Hier? Kein Ort zum Aufwachen. Okay, da nicht. Es gab auch noch andere Sachen, ne? Hier gab es auch noch was, guck mal. Was ist das denn? Provisorisch. Kelch, der kurz für Ritual benötigt. Haben wir nicht. Verwende den Ritualalter, um ein Kelchverlies mit einem Kelchritual zu erstellen und nach Kelchverliesen von Jägern in anderen Welten zu suchen. Achso, das wollen wir gar nicht. Ach so, jetzt kann ich so einen Kelch benutzen, um da reinzukommen. Okay. Hm. Aber dem hier ging es nicht. Was war das denn? So. Nun gut. Wir werden erstmal jetzt ein bisschen aufleveln. Und dann, war es das auch für heute? Guck mal hin, wir machen mal die Vitalität ein bisschen höher. Und die Ausdauer? Nee, wir machen die Stärke ein bisschen besser. Zack. Sehr gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.